Berlin, Tag und Nacht. Steigt Ole wegen Irina aus? Müssen wir uns etwa schon wieder auf einen Abschied gefasst machen? Nachtschuss und Millers Berlin, Tag und Nacht Weggang will nun auch Ole das Weite suchen. Seit Wochen versuchte Ole nun schon, die Irina von sich zu überzeugen. Dass diese eigentlich gar nichts Ernstes von ihm will und nur mit ihm spielt, will Ole nicht einmal wahrhaben, als sein Kontrahent Basti ihm eine Ansage macht und seine Freunde sich mit ihm wegen der Blondine streiten. Daher ist es wenig verwunderlich, dass er blauäugig zustimmt, als Irina ihm vorschlägt, nach Mallorca auszuwandern. Ich werde mit Irina nach Mallorca gehen. In meine Wohnung. Erklärt sie Berlin, Tag und Nacht und seinen verdutzten Freunden. Diese können nicht fassen, was Ole ihnen da verkündet hat. Doch wieder stoßen ihre Bedenken auf taube Ohren. Berlin, Tag und Nacht. Steigt Ole wegen Irina aus? Macht Ole wirklich ernst? Zieht er mit Irina nach Mallorca? Das können wir uns kaum vorstellen, irgendwann muss sogar Ole bewusst werden, dass Irina nicht auf eine Beziehung mit ihm aus ist. Hoffen wir, dass er dies nicht erst merkt, wenn er bereits auf der spanischen Insel gelandet ist. Sollte dem jedoch so sein, könnte das Ende von Falco Ochsenknechts Zeit bei BTN bedeuten.